Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach hat Anstoß im Goodison Park in Liverpool gegen den FC Everton. Sie können die Mönchengladbacher gut daran erkennen, dass sie ganz in Weiß spielen. Der Gastgeber Everton hat also die dunklen Trikots und kommt mit Morrissey dem links aus. Nicht, dass Sie glauben, es hätte mir die Sprache verschlagen, aber das war wirklich ein Tor, mit dem niemand gerechnet hat. Morrissey in der ersten Minute, der Schuss ist haltbar, das können Sie natürlich genau hier in der Zeitlupenwiederholung erkennen. Ein absolut haltbarer Schuss. Kleff bewegt sich nicht, weil er glaubt, seine Abwehrspieler, die Nerven sind schon genug strapaziert in den ersten drei Minuten. Auf der Linie gerettet von Wittmann. Das könnte schon das 2:0 sein. Harvey, Morrissey. Ball und Kleff. Jetzt das Freistoß. Daumens Kopfball und Daumens Nachsetzen zum 1:1. Gespielt sind 35 Minuten. 1:1 nach diesem wunderschön angeschnittenen Freistoß von Netzer. Ich glaube, den werden wir uns hier noch einmal schön ansehen können. Daumens Kopfball, Rankins Abwehr, der Ball ist glatt und dann die Geistesgegenwart von Laumen, jetzt noch einmal nachsetzen zu können. Eckball von Ball. Unwahrscheinliche Reaktion von Kleff und Royal hier mit der Nummer 9 im Bild. Wieder einmal der Kopfball-Spezialist. Morrissey, Whittle und Bertie Vogt bisher glänzend bewacht. Lange nicht so stark. Ball gegen Dietrich und Royal. Ist das zu fassen? Kleff auf der Linie ganz glänzend und Royal kann es noch nicht glauben. Reul kommt. Köppel. Ball. Right. Wieder Ball. Und Reul. Ich glaube, liebe Fernsehfreunde, diesen Mann mit der Nummer 9 Heinkes. Laumen. Heinkes. Und Torte Rankin zweimal. Ein unglaubliches Tempo auf schwerem Boden. Morrissey. Royal. Und wieder Royal und Kleff. Ja, Kleff muss wirklich allerhand aushalten. Die englischen Stürmer schonen ihn in keiner Sekunde. Kenyon, Kleff. Und Campbell mit der Nummer 4.
Torschütze in Mönchengladbach. Es droht eine Verlängerung, denn es geht fast über ihre Kräfte. Ball und Morrissey kommen nicht ganz an den Ball. Jede Sekunde muss dieses dramatische Spiel in der regulären Spielzeit zu Ende sein. Und das heißt Verlängerung. 1:1 also nach der regulären Spielzeit. Ein gerechtes Ergebnis. Zwei Mannschaften, die gekämpft haben, wie man es noch selten sah. Und sie lassen sich keine Sekunde Zeit, die Engländer. Weiter, weiter, weiter. Sein unglaubliches Anstürmen. Kleff. Jetzt Morrissey. Kleff. Ist das die Möglichkeit? Und Laumen. Letzter Sefé-Freistoß, Laumen mit dem Kopf. Das war die Latte. Die Latte und die Hand von Rankin. Und wieder hält Kleff. Es ist unglaublich, was dieser Mann heute aus dem Tor herausgefischt hat. Morrissey. Royal. Kleff. Lässt vielleicht noch ein paar Sekunden nachspielen. Nein, der Schlusspfiff ist da. Und nun entscheiden die Nerven. Denn jede Mannschaft muss 5 Spieler nominieren, die Elfmeter schießen. 5 von Mönchengladbach gegen 5 von Everton. Und gehalten von Kleff. Everton 0. Nachschuss natürlich nicht erlaubt. Nun geht es umgekehrt weiter. Nun Seeloff gegen Torhüter Rankin. Das ist eine ungeheuer nervenaufreibende Sache jetzt. Pfiff aus dem Publikum, den Schützen zu verwirren. Seeloff gegen Rankin. Der Ball ist im Tor. Mönchengladbach führt. Und jetzt das Duell. Alan Ball gegen Kleff. Alan Ball. Tor. Und nun Laumen wieder gegen Rankin. Laumen schießt vorbei. Die Nerven. Morrissey gegen Kleff. Everton führt 2:1. Im Elfmeterschießen.
Und nun Heynckes gegen Rankin. Zwei zu zwei. Als nächster kommt von Everton Campbell. Drei zu zwei, Campbell. Und jetzt schießt Köppel. Die Nervenbelastung ist natürlich immer stärker. 3 zu 3. Und nun kommt von Everton Verteidiger Brown gegen Cleff. Brown. Everton führt 4 zu 3 und nun muss Ludwig Müller sehen, ob er wieder den Ausgleich erzielen kann, und dann ging es weiter mit dem Elfmeterschießen. Ist das möglich? Das Elfmeterschießen ging also 4 zu 3 für Everton aus. Damit gewinnt Everton im Gesamtergebnis mit 5.